So, da sind wir wieder mit Boxing Day TV, dem Tag des Boxens hier bei TV Berlin aus dem Mercure Hotel Moor in Berlin. Und unsere Runde hat sich ein bisschen vergrößert. Ich bin sehr froh, Kalle Schwensen nach wie vor bei uns. Dazu jetzt zwei Boxer, Teamkameraden, Team Sauerland. Stefan Hertel ist da und Enrico Kölling. Hallo. Hallöchen. Jetzt auch zwei echte Berliner. Kann man ruhig mal klatschen nochmal. Dankeschön. So. Stefan, ihr habt schon ein bisschen aus dem Off mitgehört, von dem, was Kalle erzählt hat, seine Idee mit den Hardcore-Fights. Vom ersten Hören, vom ersten Eindruck, was würdest du sagen? Na, der erste Eindruck hört sich natürlich gut an, aber natürlich muss man auch sagen, diese Pläne hatten schon viele, irgendwie den Kampfsport zu revolutionieren. Und wenn man so ein bisschen mal nachdenkt über die Idee, findet man auch so viele kleine Haken, die das Ding auch irgendwann zum Scheitern bringen könnten. Okay, jetzt wollen wir es natürlich nicht zerreden, aber erstmal ist ja gut, dass Leute überhaupt was probieren im Boxen, denn so ein bisschen hat man das Gefühl, dass der Boxsport in Deutschland, der Kampfsport generell, so ein bisschen auf dem Niedergang ist, Enrico. Vor ein paar Jahren gab es noch regelmäßiger große Veranstaltungen im Fernsehen, jetzt sieht man das immer seltener. Was glaubst du, woran liegt das, dass der Kampfsport nicht mehr so beliebt ist wie noch vor ein paar Jahren? Ja, ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich dagegen was unternehmen. Ich denke mal einfach, dass es wirklich viele Kämpfe gab, die nicht attraktiv genug waren, die ein bisschen geschoben aussahen und die einfach den Boxsport ein bisschen uninteressant gemacht hat mit der Zeit mittlerweile. Und wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir spektakuläre Kämpfe hinkriegen. Das Programm hört sich auf jeden Fall interessant an und hart. Also ich bin gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Und wir reine Boxer, wir müssen jetzt gucken, dass wir die guten Boxen, die besten der Welt, dass wir da einfach wirklich spektakuläre und interessante Kämpfe hinkriegen. Und dann werden die Fans auch wieder zurückkommen, denke ich. Ihr beide habt euer Leben lang immer nur rein geboxt, ist das richtig? Genau. Ihr seid ja auch sehr, sehr erfolgreiche Amateure gewesen, zusammen für Deutschland bei Olympia 2012 in London. Erzähl mal ein bisschen von Olympia, Stefan. Was war das für eine Erfahrung? Wie ist es im Olympischen Dorf? Wie geht es dazu? Na gut, interner plaudern war heute mal nicht aus, aber unglaublich. Also ich glaube wirklich, die Olympischen Spiele, auch für einen Boxer gerade, sind das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Und für uns ist ein Traum wahr geworden damals in London. Und ja, es ist gigantisch, muss man sich vorstellen. 10.000 Sportler der unterschiedlichsten Sportarten in einem kleinen Dorf. Und man kommt in Kontakt mit den unterschiedlichsten Nationen. Man spielt dann in so einem Clubhaus FIFA oder Poolbillard oder was auch immer. Also es war schon echt ein Traum. Und dann hat ja die sportliche Seite auch fast gestimmt bei uns beiden und deswegen war das eigentlich eine runde Sache. Ja, ihr seid relativ weit gekommen, zu Medaillen hat es leider nicht gereicht. Wo hat so dieses kleine bisschen gefehlt bei Olympia? Ja, also ich kann jetzt nur von mir aus reden und ich muss einfach sagen, ich hatte die ganze Sache noch nicht so realisiert. Ich war vielleicht noch ein bisschen jung, obwohl 22 jetzt auch nicht so jung ist, aber ich hatte die ganze Sache einfach noch nicht so drin. Ich hab mich gefreut, dass ich dabei bin. Und hatte die ganze Sache noch nicht so ernst genommen, wie ich es jetzt mache. Ja, ihr seid dann beide Profis geworden, beide bei Sauerland. Gerade in der Phase, wo Sauerland der Marktführer war in Deutschland und es ja auch nach wie vor ist. Aber auch da merkt man so ein bisschen, dass es kriselt. Jetzt ist Sauerland gerade aus Berlin nach Hamburg gezogen als Unternehmen. Was bedeutet das für euch als Berliner oder als Leute hier aus der Region? Merkt ihr da schon irgendwelche Folgen? Mir bedeutet das eigentlich gar nichts, weil eigentlich ändert sich nur die Rechnungsadresse, weil wir trainieren ja immer noch in Berlin. Ne? Wir sind hier noch zu Hause und sonst ist ja an sich egal, wo die Geschäftsstelle ihren Sitz hat. Wie gesagt, man hat deren Handynummer, die sind auch ab und zu in Berlin. Also das ist eigentlich egal und für uns ist jetzt einfach wichtig, den Leuten irgendwie das Boxen wieder so ein bisschen näher zu bringen. Aber ich glaube, ich spreche auch für Rico und für mich. Wir lieben diesen Sport und der ist einfach faszinierend. Und man muss es halt nur wieder ein bisschen rauskitzeln, den Leuten wieder so ein bisschen näher bringen. Karl hat es schon angesprochen, so diese ganzen Mismatches, die haben so ein bisschen zum Niedergang des Boxens geführt. Und jetzt müssen wir halt da so ein bisschen reingrätschen und einfach Kämpfe auf Augenhöhe. Also es braucht nicht jeder Boxer von sich behaupten, er ist Weltklasse. Das ist ja auch Schwachsinn, ne? Aber ich will gegen einen Boxen, der ungefähr gleichwertig ist, der auch gewinnen könnte, dann ist es ein interessanter Kampf. Und dann kommen die Leute in die Halle, dann sehen sie einen geilen Kampf und dann muss die Mentalität sich aber auch ein bisschen ändern beim Publikum, weil die wollen natürlich nur Gewinner sehen. Aber wenn ich Fußballfan bin, dann gehe ich mit meiner Mannschaft auch in die dritte Liga, wenn es sein muss. Und sowas müssen wir jetzt irgendwie herausarbeiten. Super. Kalle, wenn ich dich kurz nochmal wieder mit einbinden darf, wenn du das hörst von einem jungen Boxer, was sagst du dazu?
Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, weil er sagt es ja, man muss gleichwertige Kämpfe machen. Das ist das A und O. Das ist wie beim Algebra, Minus mal Minus gleich Plus. Wenn jemand gut ist und der andere hat keine Chance, dann ist es ein schlechter Kampf. Auch der Sieger ist dann nicht glücklich. Der hat zwar in der Fightcard nachher, hat er stehend 5 K.O.s in Folge, aber das sind Leute, die boxt man auf rote Pömse mit Strapse. Und das bringt uns ja auch nicht weiter. Und das ist schon richtig, was er sagt, dass die Kämpfe ausgewogen sein müssen. Und dann spielt das Publikum auch mit. Das sieht man ja auch bei vielen anderen Veranstaltungen oder bei den Profibox-Veranstaltungen. Das sind Kämpfe von Leuten, die jetzt gar nicht die Hauptkampf bestreiten, aber die einfach einen tollen, packenden Kampf gegen den gleichwertigen Gegner machen. Und das ist dann okay. Das ist völlig legitim. Und das ist, was ich hier auch will. Ich möchte ja nicht, dass irgendeiner kommt und sagt, deswegen manage ich ja auch keine Boxer, weil dann kann ich nicht voreingenommen sein. Ne, sondern als Veranstalter, dann gewinnt mal die blaue, mal die rote Ecke und heutzutage ist halt so, der eine Veranstalter hat die blaue Ecke und dann sind 90% der Gewinner kommen aus der blauen Ecke und das wollen wir nicht mehr. Und deswegen ist das, was Stefan sagt, absolut richtig. Es müssen vernünftige Kämpfe her und das Publikum ist auch fair genug, um jemanden anzuerkennen. Wir haben es oft genug gehabt, wo dann jemand verloren hat, aber einen packenden Kampf gemacht hat und dann ist das auch kein Mensch sauer darüber. Dafür ist es ja Sport. Kämpfe auf Augenhöhe ist ein schönes Stichwort an Enrico wieder. Ja. Du hattest gerade 2 sehr harte Kämpfe auf Augenhöhe gegen einen starken Gegner, gegen Rino Liebenberg, den ersten in Deutschland. Dann bist du in die Höhle des Löwen, kann man da wirklich sagen, geflogen und hast in Südafrika geboxt. Was war das für eine Erfahrung? Ja, eine ganz große. Also auch für mich selber habe ich mir da bewiesen, dass ich die Eier dazu habe. Sozusagen, also ich war im Nachhinein auch sehr stolz auf mich und habe dann auch erst realisiert, was für eine Gefahr das überhaupt war, dass ich dann da runtergeflogen bin. Aber ich habe die ganze Sache auch sportlich gesehen. Also er ist ja auch nach Deutschland gekommen im Oktober letzten Jahres und das war ein enger Kampf. Ich habe den dann ab der Mitte ungefähr ein bisschen aus der Hand gegeben, die Konzentration verloren und war damit selber nicht zufrieden mit meiner Leistung und wollte es besser machen und wusste halt auch, dass ich es besser machen kann. Und dann habe ich ihn ein bisschen überschwänglich auf Facebook geschrieben, dass ich gerne bereit wäre für ein Rematch, also dass ich ihnen das anbiete, aber unter der Voraussetzung nur in Südafrika. Also wenn, dann will ich ihn richtig schlagen und auch bei ihnen zu Hause. Ja, und wir konnten uns einigen. Dann bin ich runtergeflogen und dann habe ich meine Sache auch besser gemacht. Und im Nachhinein war ich dann auch sehr erleichtert und irgendwo auch stolz natürlich. Jetzt hast du ja schon die Erfahrung gemacht, auch in einer Niederlage. Du hast einen Kampf nach Punkten verloren. Das ist ja was im Boxen so immer, ich weiß auch nicht, so eine heilige Kuh, ne? Irgendwie die Null muss stehen, aber wie Stefan ja auch schon gesagt hat, es ist und bleibt Sport. Wie hast du das aufgenommen damals, deine erste Niederlage? Ja, also erstmal muss man sagen, wir müssen davon wegkommen, dass man ein ungeschlagener Weltmeister werden will oder werden muss. Niederlagen gehören dazu im Sport natürlich, musste ich lernen 2015. Und der Kampf war so ein Knackpunkt. Also für mich war die große Bühne noch relativ zu früh. Das war, glaube ich, 8.000 Mann in der Halle oder 10.000 sogar. Der Hauptkampf war Smith gegen Abraham damals. Und ich bin kurzfristig nur eingesprungen. Hatte einen unbequemen Gegner, konnte meine Leistung nicht abrufen und war auch im Nachhinein überhaupt nicht zufrieden damit. War wirklich mein schlechtester Kampf und daraus musste ich einfach lernen. Daraus habe ich gelernt und ich glaube, einen richtigen Sportler macht es aus, dass man sich zurückkämpft, dass man weiterhin gute Gegner boxen möchte und dass man halt stetig an sich arbeitet. Stefan, du bist noch ungeschlagen, also ungeschlagener Weltmeister könnte man doch werden, oder? Jetzt ist es so, ich glaube 13 Kämpfe, 13 Siege bisher. Wie geht der Weg für dich weiter? Hast du schon ein genaues Ziel vor Augen, sagst, ich will spätestens im nächsten Jahr um die WM boxen oder nicht so ganz konkret? Ja, also Ziele hat man natürlich im Leben, aber ich mache das jetzt nicht irgendwie so fest an einem Zeitplan. Ich halte auch immer nicht so viel davon, dann irgendeinen Weltmeistertitel mir auszudenken oder dass dann ein Verband irgendwie kommt, ein GBCDW oder irgendwas. Mir sind eigentlich einfach nur die Kämpfe an sich wichtig und nicht unbedingt die Titel. Aber der Fahrplan ist jetzt so, dass mein Management und Sauerland in Verhandlungen mit Giovanni De Carolis sind. Und jetzt ist ungefähr avisiert für 10. Juni in Rom einen Kampf gegen den Italiener. Das wäre natürlich sehr stark. Da kannst du vielleicht auch von Enrico ja lernen, was es bedeutet, im Ausland zu boxen, auch gegen die Fans zu boxen. Ich meine, du hast den letzten Kampf, glaube ich, in Dänemark gemacht. Das ist zwar auch Ausland, aber es war ja eigene Veranstaltung von Sauerland, deswegen noch ein bisschen was anderes. Inwieweit tauscht ihr euch aus über eure Erfahrungen? Ständig wahrscheinlich auch, oder? Ja.
Mach du. Okay. Ja, also dadurch, dass wir schon lange befreundet sind und wirklich auch viel zusammen erlebt haben im Sport, sprechen wir eigentlich über alles und ja, eigentlich zerreden wir jedes Thema, war ob gut oder schlecht. Also ich denke, da kann man denn vom anderen schon profitieren, auf jeden Fall von seiner Erfahrung absetzen. Und wenn er in Italien gewinnt, dann werde ich darauf auch mal zurückgreifen. Jetzt der Weg nach Italien, ich meine, das wäre natürlich ein großer Schritt auch, weil Giovanni Di Calogero ein sehr starker Mann ist, der auch in Deutschland das schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Trotzdem sagst du, ich traue mir das zu und ich will eben auch die besten boxen, ja? Ja, sonst würde ich es nicht machen. Ne? Also würde ich mir da keine Siegchance ausrechnen, dann würde ich da nicht hinfahren. Natürlich ist es ein Risiko in Italien. Da muss man natürlich gucken und hoffen, dass es kampfgerecht neutral ist. Aber ich will ja auch nicht immer einen Heimvorteil haben. Ne? Wie du schon gesagt hast, in Dänemark, da habe ich gegen Polen geboxt. Also es war ja kein wirklicher Auswärtskampf. Und jetzt mal gegen die ganzen Gladiatoren-Fans sozusagen, wird es schon eine interessante Sache. Und wenn ich verlieren sollte, was ja durchaus möglich ist im 14. Kampf, so einen starken Gegner, dann geht es weiter. Also ich bin ja auch noch halbwegs jung. An der Stelle machen wir gleich weiter. Erstmal machen wir aber wieder ein bisschen Musik. Und zwar kommt zu uns Sherman Noir. Das ist wirklich ein internationaler Star. Kommt hier aus Berlin, lebt aber in Florida. Und er wird jetzt für uns ein Lied singen. Das war in Deutschland schon Nummer 1 der Airplay-Charts. Miles Away, Sherman Noir. Viel Spaß.